Heute bekommen wir, obwohl das Event vorbei ist, Hippo Mädels in Pet Simulator X. So, was beginnt, Leute? Like das Video, abonniert den Kanal, da fangen wir auch schon an. So, Leute, aber, ich will es dir noch mal kurz zeigen, ne? Man kann tatsächlich immer noch mit diesem Trickchen einfach, wie nennt es das nochmal? Genau. Feste werfen können. Das erste, was ihr braucht, sind erstmal 1 Million Gems oder ihr benutzt einfach den Training Plaza Link, den ich auch schon öfter gezeigt habe. Ihr braucht ein paar Pets, die ihr fused und nochmal ein paar Pets, die ihr dann erstmal verschenkt. Wir nehmen einfach hier mal, 3, und dank meiner Pets, einfach 3 Schichten, dank meiner Pets, so 3 Cotton Candy Dams einfach so, okay? So. Das erste, was wir erstmal machen, was wir in der Training Plaza machen müssen, wir müssen alles noch in der Training Plaza leider Gottes machen, ne? Das ist halt auch ein kleiner Lebenshard-Moment, ne? Auf jeden Fall gehen wir erstmal zu Training Plaza. Ich kann auch erstmal hier diesen Dog hier erstmal löschen. So. Wir haben jetzt erstmal die Training Plaza frei, geben wir rein, Leute. Und Attacke, Leute. Absolute Attacke, ne? Weil hier funktioniert immer noch, den Hippo-Mail zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Infinite Game Pass immer noch funktioniert, aber wir können ja kurz nachschauen. Das nachschauen. Erstmal sehen wir natürlich erstmal hier den Update-Log vom letzten Mal noch. Aber ansonsten kann man den immer noch kaufen. Den Game Pass kann man sich immer noch kaufen, oder? Was passiert, wenn ich drauf drücke? Es funktioniert immer noch. Tatsächlich, so könnt ihr euch immer noch den Infinite Pets Equip Game Pass kaufen, ne? So, okay, die erste Sache, die wir machen müssen, ist erstmal in den Chat April Fools zu schreiben. Einfach oben links in den Chat. So, dann haben wir erstmal die erste Quest geschafft. Dann als nächstes erstmal. Trade wir erstmal hier JC-Rex angeht. Ich muss noch halbe Minute warten. Leben ist hart. Können wir jetzt weiter traden? 4 Sekunden noch. Mist. Oh mein Gott. Jetzt aber ist sie gerade mit Trade. Okay, der auch. So, die mal wieder getradet. So, hier 3 Cotton Candy Dams. Nimm die an. Er nimmt die an. Perfekt. Er nimmt die an. Nein. Nimm die doch einfach nur an. Bitte. Oh mein Gott. So perfekt. Jetzt hat er ein paar Pets bekommen. Sehr stark. Jetzt haben wir die zweite Quest geschafft. Und die dritte Quest war Fuse 3 Festive Elfen. Genau. 3 Festive Elfen. Let's go, Leute. Gehen wir kurz hier hin. So, fusen wir kurz zu diesen 3 Festive Elfen hier. Wir bekommen daraus erstmal den Hippomellen, Leute. Ja, Mann. Und ey, der nach Nieden, ne? Nice. Jetzt haben wir den Hippomellen. Ja, sehr stark. Aber Leute, das nenne ich doch einfach Glück, dass ich einfach noch auf dem alten Account Festive Elfen finde. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich finde auch immer noch so Good Horse und so, ne? Sehr stark, ne? Sehr stark, ne? Gut, okay. Gehen wir kurz in meine Bank rein, ne? Und werfen erstmal hier ein paar Sachen rein. So. An sich erstmal hier die gesamten Pets, die ich sowieso nicht brauche. Die können wir erstmal reinwerfen, außer den hier. Ich würde sagen, 3 Festive Elfen behalten wir aber einfach in Dark Matter. So. Und die fusen wir dann erstmal. Die anderen kommen einfach mal in die Bank, Leute. Das nenne ich Glück. Das nenne ich Glück, dass ich noch welche gefunden habe hier. Auf einem zweiten Account von mir. So, okay. Ansonsten gehen wir jetzt nochmal kurz einfach mal zum Shop-Region. Dann erstmal rüber zur Dings. Aber warte, wir können auch Rank Rewards gönnen. Komm, die gönnen wir uns auch einfach mal. Einfach mal die gratis Gems. Warum denn nicht? Warum denn nicht, Leute? So, dann gehen wir erstmal rüber zur Trading Plaza. Gönnen uns erstmal die Trading Plaza, genau. Machen das erstmal noch dort weiter. Oh, warte, ich brauche noch ein paar Pets. Warte. Komm, hätten wir noch ein paar. Bleibt mal Pets hier einfach ganz schnell. Einfach ganz schnell noch ein paar Pets hatchen. Wir haben eine Firecat bekommen. Irrelevant. Aus dem nächsten Deck bekommen wir eine Firecat. Und aus dem letzten Deck bekommen wir eine Dragon. Okay. So, ich könnte im Prinzip auch einfach die Dark Matter Pets aus meiner Bank wieder nehmen und die dann weiter verschenken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Dark Matter Pets nicht brauchen. Wisst ihr, was kommt? Das machen wir einfach. Dann werde ich immer noch die Dark Matter Pets los. Da muss niemand Müll annehmen. Hat jemand immer ein paar Dark Matter Pets. Sehr stark. Und was hast du heute Abend noch vor? Natürlich jetzt erstmal hier uns richtig fett diese Dinger hier gönnen, ne? Diese Hippomellens gönnen. So, okay. Die erste Quest, die wir machen müssen, ist natürlich wieder April Fools, ne? Warte, ich gönne mir kurz nochmal ein paar Dark Matter Pets hier ganz unten, ne? So diese ganzen, die 3 Cotton Candy Lamps. So, schreiben wir erstmal oben links in den Chat April Fools und warten jetzt ein Minütchen, bis ich traden kann. Wie lange muss ich warten, bis ich traden kann? Das war auch schon eine halbe Minute, okay. Können wir jetzt traden? 10 Sekunden noch, verdammt. Alle meine Homies lieben Money. So, jetzt, Matti, geht das jetzt? Es geht. Komm, bitte, Matti, Mann. Hat mich ignoriert. Jetzt, Matti, ja, bitte, Matthias, bitte. Hier, nimm die 3 Cotton Candy Lamps an. Nimm die an. Der will die nicht mal annehmen. Komm bitte, Matthias. Nimm die einfach nur an. Hier, nimm die an. Ich will nicht dafür getradet bekommen. Ich will, dass du die annimmst. Mehr will ich nicht. Er will die nicht mal annehmen, Digga. So traurig. Du immer, willst du die bitte annehmen? Dachte, ihr liebt Free Pets. Wieso liebt hier keiner Free Pets? Nimm die doch einfach an. Hier, Spam, aber nimm die einfach an, bitte. Nein. Ja, jetzt. Hier, ihr liebt es immer anzunehmen. Wirklich. Wie kann das sein? Immer, wenn halt Leute irgendwie was in der Trading Plaza machen, wollen die Pets gratis bekommen. Jetzt will ich mir Pets verschenken. Ich bekomme gar nichts, Digga. Ich werde hops genommen. So. Okay. Letztes Ding war jetzt nochmal 3 Festive Elfen zu fusen, Leute. Attacke. Fusen wir erstmal noch hier 3 Festive Elfen. So, let's go. Und wir haben den Hippomellen, Leute. Nice. Wir haben den Hippomellen, Leute. Sehr stark. Das würde ich mal sagen. So. Depositen wir nochmal kurz dieses Pet hier. Den Raccoon können wir aber behalten. Ist egal. So. Die Gems kann ich auch noch depositen. Die ich habe. So. Einfach 51 Millionen Gems. Warum denn nicht? Warum denn auf diesem Account rumliegen, auf dem ich sowieso nie wieder spielen werde? Oh mein Gott. Gut, ab zum nächsten Account. Okay, Leute. Es wird Zeit. Hoffentlich haben wir auf diesem Account auch welche. Erstmal nachschauen. Wir haben auch welche hier. Leute. Let's go. Wir haben hier 2 normal. Dann hier nochmal ein drin. Hier, das sind einer. Das ist hier der zweite Hippomellen. Hier der dritte, vierte, fünfte, sechste.
Höchste. Ja, fast 7 Hippomelons, Leute. Sehr, 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 sehr stark. So, das gehen wir kurz in die Bank hier rein. So, withdraw wir mal kurz hier diese 3 Cotton Candy Lamps. So, depositen wir dann erstmal hier. Dieses Pet. Außer 3 hier, warte, die 3 nehmen, lassen wir. So, die restlichen depositen wir alle hier und werden erstmal hier rumtraden. Let's to them go, Leute. Let's to them go. Die Techno-Kette können wir behalten, ist egal. Die Rudolf nehmen wir einfach alle mit, ne? Obwohl, eine Sache, die ich ausprobieren möchte. Warte, nee. Oh, ich hasse das. Oh, jetzt ist mein Ding vorbei, verdammt. Okay, eine Sache, die ich ausprobieren möchte. Wir können einfach die behalten, ne? Auf jeden Fall eine Sache, die ich ausprobieren wollte, Leute. So, jemand meinte gerade bei mir, dass man irgendein festes Pet benutzen muss. Benutzen wir einfach einen Rudolf. Probieren wir einfach mal einen Rudolf, ob der funktioniert. Ist ja aus dem gleichen Eck wie dieser Festive Elfen. Behalten wir einfach 3 Rudolfe und 3 Festive Elfen in unserem Inventar. So, und erstmal die zu traden, ne? So, okay, let's go. Gehen wir erstmal in die Trading Plaza. Mal gucken, vielleicht geht's da tatsächlich sogar mit, wie ist denn aber? Mit Festive Pets, ne? Wer weiß. Okay, let's go up in den Trading Plaza. So, okay, Leute. Let's go. Genau. Hier haben wir noch einen Doppelwolf übrigens, sehe ich gerade wild. Aber hier schreiben wir erstmal in den Chat April Fools. So, jetzt haben wir erstmal April Fools in den Chat geschrieben. Probieren wir gleich aus, ob das jetzt Scam ist oder nicht. Ob Rudolfe zum Beispiel, also Festive Pets, auch funktionieren, ne? Warten wir noch ein bisschen, bis ich traden kann, ne? Kann ich jetzt traden? Geht's, Matti? 9 Sekunden noch, verdammt. Also jetzt aber, Matti, ist ein Trade Hank. Geht nicht. Exist Tentation. Hier, nimm die einfach. Du bist Trading Plaza. Du liebst doch Pets. Du liebst doch viel Pets. Perfekt, Leute. Perfekt. Und dann ersetzt du nochmal die 3 Pets für uns. Und vielleicht geht es tatsächlich mit Rudolfen. Wer weiß. Hier steht zwar. Nee, es geht doch nicht mit Rudolfen. Hallo? Wer hat das geschrieben? Wer hat das in den Chat geschrieben, dass es mit Rudolfen geht? Da stand gerade Sacrifice 3 Festive Elfen. Wer hat das geschrieben? Ich meine, ich kann es hier nochmal probieren. Es wird aber nicht funktionieren. Hier, wir haben eine Milo bekommen. Aber kein Dings da. Kein komisches Ding. Wer hat das in den Chat geschrieben? Wer hat gescammt? Egal, wir haben auf jeden Fall hier erstmal den Hippomelon bekommen. Mit Strength 5. Lol. Sehr stark. Wer hat das in den Chat geschrieben? Oh mein Gott, okay. Werfen wir hier nochmal ein paar Pets in die Bank rein. So. Depositen wir nochmal den hier. Und noch unsere gesamten Gems hier. Perfekt. 44 Millionen Gems. Nice. Also schauen wir mal nach. Haben wir jetzt hier. Oh, wir haben auch hier Festive Elfen. Ich habe tatsächlich auf jedem Account irgendwie Festive Elfen, lustigerweise. Krass. Wir haben hier erstmal 3. Also 2. Dann hier nochmal 2. 3. Wir haben 3. Wir haben 3 Hippomelons quasi in diesem Inventar. Sehr stark. Gehen wir kurz in meine Bank rein. Werfen wir noch kurz hier unsere Pets rein, die wir nicht brauchen. Das heißt, Festive Elfen hier einfach. Wir nehmen einfach die ganz unten, ne? Die ganz unteren. Diese gesamten Crystal Pets, die werfe ich einfach in die Bank rein. Die kann ich aber weiter verschenken, falls jemand die haben möchte irgendwann. So, die gesamten Crystal Pets werfe ich weg. Ich meine meine Bank wieder. Perfekt. So, dann würde ich mal sagen, Leute, gehen wir jetzt erstmal in die Trading Plaza. Zur Trading Plaza. Schon wieder. Gehen wir wieder zur Trading Plaza, Leute. Let's go. Warte, wir können uns auch gratis Gems holen durch den Rank Reward. Wir sind ja insane Hacker hier. Let's go. Jetzt kurz den hier. Perfekt. Und dann ab dorthin. So, jetzt hier. Let's go. Und dann erstmal in die Trading Plaza, Leute. Hat er gefixt, Victor? Ne, hat er nicht. Ich glaube nicht. Also, ich habe gerade zweimal gemacht. Das hat funktioniert. Mein Server ist gerade geclosed worden. Ich probiere es, okay? Probieren wir mal. Vielleicht hat Preston das jetzt ja gefixt. Na, anscheinend soll das gefixt haben. Nein! Okay. Fuchs, Preston hat's gefixt. Nein! Ja, er hat gefixt. Nein! Aber ich konnte noch 2 immerhin mitnehmen. Ich konnte immerhin 2 oder 3 mitnehmen. Das waren 3. Ich konnte immerhin noch 3 mitnehmen. Und du 2. Das heißt, wir haben noch 5 mitgenommen. Das heißt, wir haben insgesamt zusammen jetzt 8. Oh mein Gott. An sich ist das schon ziemlich stark, Fuchs. Aber Leben ist hart, Mann. Leben ist hart. Oh mein Gott. Ich habe vor allem auf den gesamten Accounts irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen gefunden, lustigerweise. Also die ganze Zeit habe ich hier neue gefunden. Eine neue Festive Elfen. Das war schon ziemlich witzig, aber es wird gefixt einfach. Oh, wir hätten schneller sein sollen, Fuchs. Ja, wir hätten einfach schneller sein sollen. Einige Halloween-Pets, falls irgendwann Halloween-Pets gebraucht werden. Ich habe noch ein paar Christmas-Pets selber, so. Und einen coolen Horse und dann bei der gefunden. Ich habe so viele Vampire-Pets noch. Ich habe so viele Werwölfe in meiner Bahn. Okay, ich schaue mal auf anderen Accounts. Vielleicht finde ich auch irgendwelche krassen Sachen doch dazu. Leute, das ist so ein Rentner-Account. Ich habe einfach Oh mein Gott, ich habe nur Dominus-Pets hier. Von wann? Ich bin nicht mal in der Fantasy-Area mit diesem Account. Von wann ist der Account, bitte? Der Account muss ja wirklich von vor 7 Monaten sein. Was, Bruder? Was? Der ist einfach von vor 7 Monaten der Account. Sehr, sehr stark. Gut, geben wir erstmal diesem Account hier erstmal seine Gems. So. Und lieben wir jetzt erstmal dem Server. Digga, ich habe einfach nur Dominus-Pets gehabt. Was war das gerade für ein Hammer-Account? Wow. Das ist irgendwie, das ist natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es wieder über diesen Kanal. Schon mal Victor 2 vorbei. Schon mal meiner Pet-Simulator Experience vorbei. Und schon Boss-Video 7 beim Schnapp vorbei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleibt stark und ciao.